So, prompt mal vergessen, das Mikrofon runterzuziehen. Hallo. Huhu, hier werden wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Swansong. Schön, dass ihr da seid. Aleria Filiana. Herzlich willkommen als La Sombra, auch hier im Koala-Baum. Ja, doch, La Sombra sind können hier gerne sein. Ich mag La Sombra. Hättest du jetzt gesagt, mal Kaviana, hätte ich überlegen müssen. Du hast Vampire the Masquerade erst über Redemption kennengelernt. Interessant. Redemption ist ganz lange an mir vorbeigegangen. Ich habe Vampire irgendwie auf der Uni spielen gelernt als Pen and Paper. Hab dann Bloodlines habe ich auf dem Computer gespielt und habe dann irgendwann auch entdeckt, dass es auch noch mehr Computerspiele zu Vampire gibt. Ne? Vielen Dank fürs Koala-Kraulen. Immer gern gesehen. So, aber wir spielen heute weiter mit Swansong. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Wir failen uns weiter durch dieses Spiel durch. Also, für alle Neulinge, die hier gerade reinstolpern, erwartet keine Glanzleistung vom Gameplay her. Ich bin, ich glaube, nicht sonderlich begabt für dieses Spiel, aber mal gucken. So, wir fahren fort und wir spielen als nächstes, glaube ich, Leisha. Müsste dran sein. Genau. Bin die Sammler-Edition gekauft. Sargkarton, T-Shirt, Soundtrack und Spiel. Wow. Wow. 129 Mark. Das war damals viel Geld. Auch heute noch viel Geld. Echte Wertanlage, ne? Halsey? Leisha, unsere Malkavianerin, wieder am Start, wieder durch diesen merkwürdigen Krankenhausflur gelaufen als Vision. Scheint auch im stinknormalen Bett geschlafen zu haben, allerdings auch in einem Raum ohne Fenster. Das ist ja schon mal was. Halsey ist anscheinend auch wieder da, wobei wir beim letzten Mal auch herausgefunden haben, durch die Akten, die wir beim Prinzen gefunden hatten, mit einem anderen Charakter, dann, dass Halsey eigentlich tot ist. Oder dass der Prinz Halsey hat töten lassen. Das weiß allerdings unsere Leisha hier noch nicht. Da steht sie, Halsey. Also wir sind in dem Büro vom Psychiater. Haben anscheinend da übernachtet. Wenn wir mit ihr reden, können wir nichts mehr durchsuchen hier oder so. Wir gucken uns einmal kurz nochmal ein bisschen hier um. Ich meine, wir waren, glaube ich, hier schon mal drin, wenn ich mich nicht irre. Auch mit ihr schon. 13 Mitglieder des Sofas litten. Achso, doch, das haben wir alles schon gesehen. Das haben wir schon gelesen, diesen Bericht. Da unter dem vorherigen Prinzen, der Malkavianer war, gab es merkwürdige psychische Phänomene.
Und auch unter dem jetzigen Prinzen anscheinend. Irgendwas geht hier vor. So. Hier haben wir die Floppy Disk. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Genau, haben wir auch schon mal zusammen durchgeguckt. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Hallo Snake, schön, dass du auch wieder da bist. Alaria, kennst du denn das Spiel schon? Oder hast du davon noch überhaupt nie was gesehen? Wenn man Vampire-Fan ist, hat man davon auch zumindest ein bisschen was mitbekommen. So, also wir können hier, glaube ich, können wir hier irgendwas machen noch? Aus können wir nicht. Also können wir eigentlich quasi nur mit Horsey reden. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No. But... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. There you are. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... Well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Everyone's petrified. I can sense it. He's lost it when she found out. I had a hard time convincing her I was telling the truth. I admit that even I... She's going to ask for your help, I'm sure of it. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the prince gave you. That's proof of it. Das ist richtig, ja. What do you mean? Leisha kann nichts dafür, es war der Koala, der es verbockt hat. You slipped up. What do you mean? I was sure that... You become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. So, bei Bloodlines 2 bin ich mir auch unsicher, da ist das neue Regelwerk beinhaltet. Das macht es hier auch. Das ist das, also wenn du die V5 meinst, das Spiel hier ist auch für eine V5-Lore, die ich persönlich mega, mega gut finde. Der Sabbat wurde zerschlagen, ja genau, ist auch dem Sabbat seine eigene Schuld von der Lore her. Der ist einfach scheiße auffällig gewesen. Aber das heißt nicht, dass die Sabbat-Clans alle verloren sind. Es gibt inzwischen auch einen Sabbat, also die ganzen Sabbat-Clans alle. Vom Lore her sind die La Sombra sogar zurück in der Camarilla. Also zumindest bei den großen Domänen. Und ja. Dafür sind einige andere aus der Camarilla raus. Zum Beispiel Gangrel und Bura. Wobei auch das... Ja, also es gab halt eine große Versammlung aller Clans der Camarilla und dann haben sie sich gegenseitig gezofft, wer denn jetzt schuld daran ist, dass die zweite Inquisitionswelle jetzt so aufgebrochen ist, dass das Datenleak da war, dass das Shreknet gehackt wurde und so. Und ja, die Gangrel und die Bura haben ganz klar darauf gepocht, dass man
Ja, dass man aktiv werden muss und die anderen Clans haben gedacht, irgendwie, wir schotten uns jetzt einfach mehr noch krasser ab, als wir das sowieso schon gemacht haben und dann gab es halt einen Zoff. Und dann sind die eigentlich komplett rausgegangen. Und ja, die Tremere sind ebenfalls zerschlagen. Die Pyramide in Wien ist gefallen an die zweite Inquisition. Die haben die ganzen also die ganzen ältesten Tremere alle getötet. Und dadurch ist halt der Blutfluch, der auf den Tremere lastet, immer komplett in einem Feedback ausgeartet und hat halt die Tremere-Blutlinie ziemlich in ein Chaos verwandelt. Es gibt jetzt verschiedene Tremere-Zweige, die sich untereinander auch nicht grün sind. Die einen versuchen halt, das Haus Tremere wieder so hoch zu holen, wie es vorher war. Andere gehen eher in so eine liberale Ecke. Es ist ganz spannend, was mit den Tremere passiert. Auch die, ja, diese Übermächtigkeit dieses Clans ist ein bisschen runtergefahren worden, was schon mal ganz cool. Ja. Und einige Vampirstädte sind halt auch komplett Vampir befreit bzw. gesäubert worden, also in Anführungsstrichen gesäubert worden. Die Menschen einmal kurz einen Prozess gemacht mit den Vampiren, zum Beispiel London ist gefallen, was hier auch in dem Spiel thematisiert wird. Dazu kommt halt, dass Gehenna gerade stattfindet quasi und der Gehenna-Krieg im Nahen Osten stattfindet, wo halt der Sabbat hauptsächlich agiert, also die Überreste des Sabbats. Und da ganz stark gegen die Ahnen kämpft, was ja immer schon Sabbatsache war. Und die Kinder Hakims haben sich neu aufgestellt, genau, richtig. Ja, die Banu Hakim, was früher ja auch ein anderes Name Clan war, die sind genau auch nochmal neu. Nosferatu Antitribu sind ihrem Clan gegenüber auch treuer als der Sekte, ja, auf jeden Fall. Ja, immer. Und genau, also der Sabbat, kläglichen Überreste des Sabbats, die agieren dann noch. Nur dadurch, dass halt die zweite Inquisition. Genau, Assamiten. Dass die zweite Inquisition jetzt weiß, also dass die Menschheit quasi weiß, dass es Vampire gibt. Also nicht jeder Mensch, sondern irgendwie so die ganzen Staaten und so, alle wissen, dass es halt Vampire gibt. Haben alle so geheime Untergrundorganisationen, die sich darum kümmern sollen, um das Problem. Und seien wir mal ehrlich, der Sabbat agiert nicht sonderlich im Verborgenen. Das heißt, die sind die Ersten, die auffliegen. Die Anarchen haben es noch irgendwie geschafft, irgendwie unterm Radar zu bleiben, zumindest die meisten. Und die Camarilla sieht halt jetzt ihr Heil darin, sich komplett abzuschotten, großartig Computer und Handys auch erstmal zu verbieten und so. Lore Talk mit Quali, sehr schön. Ja, genau. Aber gut, so viel als Zusammenfassung der V5 Hintergrundlore. Genau. Also, wir sind ja hier mit dir. Das ist gerade unser malkavianischer Psychiater, der uns eigentlich nicht frei haben möchte. Der hat uns irgendwie weggesperrt in so einem Institut. Dann ist er selbst auf einer Party, die von der zweiten Inquisition geraidet wurde, geflockt worden. Der Prinz hat uns quasi aus dieser Institution rausgeholt, weil wir Visionen haben, die auch mit dem Prinzen zu tun haben und hat uns den Auftrag auch gegeben, das Kind des Prinzen von diesem Ort der Party da uns wieder rauszuholen. Da haben wir kläglich versagt, werden wir wahrscheinlich gleich noch von hören. So, und all das nur, weil sie Angst hat, Hazel hat sich von dir abhängig gemacht. Also Hazel ist der Prinz. Don't you think you're blowing things a bit out of proportion? Dependent on me? On your visions, of course. Don't you understand? She didn't bring them up. She did mention them in passing. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events.
She would like to, you mean? What do you mean by that? They're strange images. You mean to say they're symbolic? That's it, symbolic, I guess. But it's hard to say what they could mean. That's why I don't think it's a good idea to encourage Hazel to think she can rely on your visions to serve her own ambitions. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions, is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Laisha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No, no, no. Our family has a gift for seeing things. No, no, Halsey is my daughter. In your mind, it's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Laisha! But Hazel sees her. When your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you! It's just you and me, Laisha. Oh, no! He's a das liar. Bild jetzt gerade, weil er beweist, dass er recht hat. It's not true! I regret having to inflict this terrible shock on you. Each and every time. Every time? Laisha, the prince wants to see you. Immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Laisha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Schwierige Situation. Ich glaube auch immer noch, dass der auch Dreck am Stecken hat. Laisha, I wanted to thank both of you for... The prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Laisha? You seem... Quit pretending. Come now, Laisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Spannend. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr suspekt, der Typ, ja. Ich habe auch eine ganze Zeit lang gedacht, es könnte auch sein, dass der ebenfalls ein Part ist von unserem, von unserer Psyche. Würde dazu passen, dass die zweite Inquisition ihn gepflockt, aber nicht eingepackt hat. So. Aber hier können wir mal wieder nichts machen. Also zumindest nicht mit den Gesprächsoptionen, das ist uns ja schon bekannt. Wir sind halt mit allen Charakteren so unglaublich schlecht, dass es irgendwie nie Sinn, also fast nie Sinn ergibt. Oh, meinst du, dass sie so verwirrt ist? Ey, sie ist Malkavianerin. Dass man sich seinen eigenen Therapeuten einbildet, ist jetzt auch nicht unbedingt so, so komisch, ne? Ist, das Einzige, was dagegen spricht, ist halt, dass der halt ein wirkliches auch das Büro hatte und irgendwie auch so agiert und uns auch keiner als der angesprochen hat oder irgendwie sowas. Ne? Also, war nur so ein kurzer Glimpse. Und halt, weil wir auch mit Emmem ja die Papiere gefunden haben, dass er halt auch, ich meine, er war das auch, der Halsey getötet hat im Auftrag des Prinzen. Die Frage ist jetzt halt nur, hat er Halsey, also die reale Halsey getötet?
Oder hat er mit der Therapie Halsey getötet? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, aus diesen Papieren, die wir gefunden haben, ging das nicht so zu 100% hervor. So, Frage ist jetzt, vertrauen wir dem Prinz oder sind wir ein bisschen rebellisch? Könnte er dein Erzeuger sein? Könnte sein, ja. Können wir mal nachgucken. Warte mal, das müsste doch im Charakterding eigentlich auch drinstehen. Okay, nein, es steht nicht drin, wer unser Erzeuger ist. Bei Galeb steht es drin. Bei MM auch. Bei Leisha merkwürdigerweise nicht. Aha. Wir wollten Camarilla treu sein oder nicht also Prinz vertrauen. Ja. Wir haben bis jetzt eigentlich mit allen so gespielt, dass wir dem Prinzen vertrauen, obwohl wir jetzt ja mit MM rausgefunden haben, dass die dass fast jeder hier Dreck am Stecken hat. Das haben wir auch schon rausgekriegt. Aber ja, wir haben bis jetzt immer so vertrauensmäßig gespielt. Und eben in dem Dialog war es ja auch so, dass sie sehr dem Prinzen zugeneigt war. Traue deinem Prinzen, dann bekommst du in der Stadt besser weg. Ja, es sei denn, es ist halt so wie jetzt hier in dieser Situation, dass der Prinz enorm geschwächt ist, weil erstens hat er den Primogenrat gegen sich anscheinend. Zumindest einige der Primogenen sind komplett gegen ihn, so wie Hilda zum Beispiel, die Toreador. Und ein Großteil der Camarilla ist ausgelöscht worden durch die zweite Inquisition. Also da hat er nicht mehr viel Hofstaat da. Also schon schwer. Ne? Also, aber wir vertrauen ihm. I hope it's true. I told you, Leisha. You're the only person I can trust. And you're right to do the same. We need to support one another. Now more than ever. I agree. I sent for you because we need you. I need you to tell me what you see for my future. I mean, the Boston Camarilla's future. It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me! Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leisha, is Halsey speaking to you? What is she saying? Wir haben ja auch durch die Akten rausgekriegt, dass Halsey, also die getötete Halsey, ziemlich heftig drauf war. Wenn Halsey jetzt wirklich ein Eigenleben führt, könnte diese Vision, die sie jetzt halt ihr gesagt hat, natürlich Ablenkung sein, damit sie am Leben bleiben darf. Sie wird vernichtet werden, ganz klar. Ihr nichts sagen. Frage ist, wie geht der Prinz damit um, wenn wir dem Prinzen sagen, dass er verlieren wird? Aber ist eigentlich nicht meine Sache, sondern die des Prinzen, ne? Ich erzähle ihr mal von Halseys Vision. Halsey sees a swan. It'll lose its head in 2 days. But that could mean a lot of things. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain, and... Of course. There's got to be a way to shuffle things. There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, I... Please leave. I need to think. As you wish. Ich denke, ich werde sie auch so spielen, dass sie versuchen wird, Halsey zu behalten.
sei denn, da passiert jetzt noch irgendwas mit Horsey, das irgendwie ziemlich krass ist oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Horsey ihr gut tut. Horsey bleibt. So, we're inseparable? Like two peas in a pod? Yes. Like two peas in a pod, sweetie. Mom, what's wrong? Sie braucht sie zum Stabilisieren. Ja, der Psychiater sagt das ja genau andersrum, dass sie die Visionen verstärkt. Okay, Gummizelle mit Halsey und einigen anderen Figuren. Und das hier vorne ist Leisha, oder? Wer sind die anderen? Mom? Yes, I'm fine, it's all right. It's just, I need to talk to Richard, Pumpkin. Again? No, we're happy together. It's not just you. The hallway, my memory. He has to explain this. I want to understand. All right. As long as we're together. Könnte natürlich sein, dass diese Zelle das widerspiegelt, was in ihr drin ist, dass halt da noch mehrere Persönlichkeiten sind. Auspex-Resonanz. Wir haben uns entschieden, auf den Prinzen zu hören. Wir haben richtig viel Erfahrung bekommen. Wir kriegen aber den nächsten minus 30 auf die Erfahrungskosten einer beliebigen Erkenntnis. Irgendwie bestraft uns das Spiel dafür, dass wir Halsey behalten wollen anscheinend. Weiß nicht, ob das gut ist. Okay, so viel zu Leisha erstmal. Oder wir spielen direkt mit Leisha weiter. Bedrohung wurde identifiziert und die Zeit für einen Gegenangriff ist gekommen. Hazel hat einen gewagten Plan, mit dem sie die Sterblichen überlisten will. Leisha geht in Richards Blutbar, den Salon Rouge, in der Hoffnung, ihn dort anzutreffen. Sie sucht Antworten auf ihre Fragen bezüglich ihrer Identität, ihrer Vergangenheit und ihrer Tochter. Mal direkt weitermachen mit Leisha. Was meint ihr? Snake möchte direkt weitermachen mit Leisha. Ja. Vanarun auch. Alles machen wir hier weiter mit Leisha. Und ein Crash. Fatal Error. Yippie-yay. Hier geht jetzt gerade gar nichts mehr. Ja. Machen wir mal eben Pause und ich versuche mal das Spiel neu zu starten. Bis gleich. Ach, unmute. Dankeschön. Genau, du bist die Erste, die, Larry, die mir hier ein Abo dalässt. Vielen Dank. Dann kannst du dir so ein, hab ich gerade gesagt, so ein Zettel irgendwie dran machen. Du bist die First Mover. Echt? Ja.
Ja. Die anderen Subs kommen alle von mir. Also einmal habe ich einen Sub an einen Kumpel von mir vergeben und einmal an den Bot. Und du bist die Erste, die es von sich aus macht. Naja. Danke, 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 danke. Die ersten 10 bekommen das Gründerabzeichen. Ja. Muss auch mal irgendwie gucken. Ich habe noch keine Abo-Status-Dinger. Man kann hier subben? Ja, kann man. Ist auch seit einer Woche oder so. Oder einer halben Woche. Ich weiß es gar nicht, wann ich das eingestellt habe. Ja. So, aber wir sind jetzt hier mit 160 verfügbaren Erfahrungspunkten. Da können wir doch jetzt mal ordentlich hier was machen. Also, hier. Guck mal, Hype Train. Huhu. Komm direkt zwei. Snake, Dankeschön für den Prime-Sub. Danke, danke, danke. Bin überfordert damit. Es ist neu für mich. Genau, also wir könnten jetzt uns mal etwas ausbauen. Also, wir gucken erst nochmal auf die Disziplin. Wir haben zwei Verdunklung, zwei Auspex und einen in Beherrschung. Zusätzliche Uniform kopieren. 120 ist echt krass. Fremde Identität stehlen. Ist natürlich aber auch ziemlich geil. Hier, das kostet nur 50 und 80. Vorahnung, potenzielle Zukunft. Und die Auspex-Sicht enthüllt die Aura eines Ziels, bietet die Information über dessen Art oder Resonanz, kostet kein Blut. Macht schon irgendwie Sinn, oder? Was meint ihr? Ein Auspex ist sowieso eine der geilsten Vampirfähigkeiten, die man haben kann. Mag Verdunklung und Oblivion. Ja, als La Sombra. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Weil man Verdunklung mit Oblivion schon fast nicht mehr braucht, finde ich. Könnten noch mal mehr auf Technologie gehen. Wollten wir bei ihr nicht mehr auf Auspex? Ja, hatte ich ja gerade gesagt, ne? Also das ist schon sehr, sehr verlockend hier. Frage ist, können wir Auspex 4 vor Auspex 3 nehmen? Für 80. Ja, können wir. So, dann haben wir noch 80. Ja. Da könnten wir jetzt nochmal in Technologie gehen oder in Schlussfolgern und in Weisheit hier noch was reinbuttern. Oder wir können uns hier nochmal in die Psychologie reinschnuppern. Wobei sie beim Reden sowieso extrem schlecht ist. Also habe ich mich schon ein bisschen damit abgefunden. Ich glaube, da können wir es jetzt auch irgendwie nicht mehr richtig aufholen. Ich glaube, dieses verdunkelt rumrennen, irgendwie Sachen irgendwie rauskriegen und dann hier mit Sicherheit Technologie, Schlussfolgerung und Weisheit ja alles machen, ist, glaube ich, ganz gut. Wie viel kostet das in die weiteren Verdunklungssachen sind zu teuer. Beherrschung macht jetzt, weiß ich auch nicht. Also Beherrschung 1 ist okay. Hier die weiteren, obwohl die Beherrschungskräfte hier unten natürlich auch. Hier die nächste Verwendung einer Fähigkeit gelingt automatisch, ist natürlich auch ziemlich geil. Technologie machen. Ja. Für 60. Hier kriegen wir so 2 Punkte, wenn wir das hier reinmachen, ne? Und hier nur einen. Das ist das, was ich gerade überlege, ne? Wir gehen jetzt gleich in diese Bar. Frage ist halt, bringt uns da Technologie weiter? Ich weiß nicht, was da kommt.
Vielleicht macht so eine Redeoption doch irgendwie Sinn. 50? Wahrscheinlich nicht. Ja. Du wirst bestimmt viel reden müssen, ja. Deswegen einen noch in Psychologie gepackt. Wenn wir auf Stufe 3 sind bei geistig, kriegen wir auch minus 1 auf die Fokuskosten, was auch extrem gut ist, glaube ich. Und so können wir halt jetzt auf Psychologie 4 schon kontern halbwegs. Und dann noch 15, damit kriegen wir nichts mehr. Können wir noch gesellschaftlich noch hoch pushen, aber das bringt jetzt gerade nichts, glaube ich. Dann sparen wir uns die letzten 15 Punkte für was anderes auf. Was meint ihr, seid ihr damit zufrieden, geistig nochmal hochgepusht zu haben? Das klingt nach einem Plan, sagt der Snake. Ja. Dann machen wir das doch so. So, gleich finden wir raus, dass das alles obsolet war und wir hätten Technologie gebraucht. I get the feeling I've been here before. Malkavianer können eh nicht gut reden. Ja. Sorry, we're closed. Olacia! I'm so sorry, I didn't recognize you. I have to see Richard. It's kind of a bad time. There's a code red and... I know. Still in the basement. I need you to take care of it when you're finished here. No problem. And if you see Wyatt, tell him I'm looking for him. All right, if I see Wyatt, I'll tell him. Da ist unser allerliebster Menschru schon wieder. Oder ist er das nicht? So you tell us that the SI has the address of this salon and you come anyway. Beryl, you shouldn't be here. They could show up at any time. I know that. Why are you here? Rhetorik können wir nicht. Also, ich kann ihn nicht leiden, ne? Frage ist halt, sagt er uns was, wenn wir ihm sagen, was wir machen, oder? Ein schlechter Ventru. Wieso? Bringt es für uns irgendeinen Nachteil, wenn er weiß, dass wir nach Richard suchen? Nur ein Ventru mit Flock im Herz ist ein guter Ventru. Ja, das muss man als La Sombra manchmal auch so krass da formulieren, ja. Mhm. Die Wurzel allen Übels, die Ventrus. Ja. Ich sag mal, es geht ihm nichts an, weil ich hab irgendwie, ich möchte einem Ventru gegenüber nicht zu offen sein. It's none of your business. Suit yourself. I suppose no one's volunteering to stick around here. That's right, especially not me. If you see Wyatt, tell him to come downstairs to help me. It's an urgent request. Wyatt? Yes, a thin blood who works for me. He must be helping the staff. There's a lot of stuff here that could give the SI much more than just this bar. There'd be no point in running if they could track us down. Yes, of course. And if you see Richard, could you... I'll let him know you're looking for him, as usual. Also haben wir ihn verärgert. Yes, Yippie. It's done. Accounting? Yeah, it's all taken care of. Wyatt, war das nicht der eine, den wir mit Galeb befragt haben? I don't have one, sorry. Ja. I have to cover our tracks as much as possible. Understand? Und wir scheinen jetzt also auch zu wissen, für wen er gearbeitet hat, der Arsch. Ja,
natürlich für Underwood. If I were you, I wouldn't stick around. Um ein angenehmes Erlebnis für Sie selbst und andere zu gewährleisten, lesen Sie bitte unsere Regeln, bevor Sie den gemeinschaftlichen Konsumbereich betreten. Gäste sind je nach Verfügbarkeit willkommen, mit oder ohne Reservierung. Bitte erkundigen Sie sich an der Bar nach unseren Spezialitäten oder fragen Sie unsere Hostess. Reservierungen sind in der Bar möglich. Bitte konsumieren Sie in Maßen. Für alle Schäden an den Gefäßen werden Sie haftbar gemacht. Es besteht kein Recht auf Anfechtung. Bitte geben Sie Ihre persönlichen Gegenstände an der Garderobe ab. Dieser Ort muss allen Gästen, die eingelassen werden, offen stehen. Private Veranstaltungen können 2 Wochen im Voraus gebucht werden. Die Mitarbeiter des Salon Rouge heißen Sie herzlich willkommen. Mhm. Schicker Platz, ne? Doch, hat was. Sorry, but the SI might show up at any second. I wouldn't hang around here if I were you. Warum seid ihr denn noch hier? Ich meine, gut, ihr seid keine Vampire, aber dass die zweite Inquisition davon abhält, euch irgendwie einen Kopf kürzer zu machen? What are they doing? I've got to move and they're still not all here. Hm. Versteht ihr, warum die sich hier noch aufhalten? Wahrscheinlich, weil sie müssen oder sowas, ne? Keine Ahnung. Schlüsselkarte fürs Personal. Nice. Liegt hier einfach so rum. Perfekt. Super Sicherheitsmaßnahmen hier. Also gerade, wenn man erwartet, dass die zweite Inquisition hier gerade reinschneit. Lass mir mal Schlüsselkarten hier liegen, ne? Do you have a minute? Just one. I'm looking for Wyatt. What has that degenerate weakling done now? He's gone and gotten us in trouble again, has he? I don't know. Beryl's looking for him. He was here 5 minutes ago. He's been running back and forth to get the kind to safety. Do you know where I can find Richard? Dr. Dunham? I've got no idea. He told us the SI was on its way and gave us orders to clean up as much as we could. I was too shaken up to see where he went. Sorry. Okay. What were you supposed to do? Destroy everything that would give the SI information about us. That's all. Of course. But we don't even know where to start. What are you working on now? Vessels that were stimulated by Dr. Dunham. I'm holding on to them until we solve an issue with the kind. Hmm. You change their emotional state? We give them Trajax injections to trigger emotions that make them taste better. Now I remember. That's thanks to Richard's work. Yeah, our specialty vintages have become quite popular, so we can't up and lose them. Hasn't. I believe you. Actually, since we don't have a lot of time left, you should go see our manager at the back. She must need help. Okay, okay. I'll go see. Ja, irgendwas rumliegen oder so? Nee. We're not open for customers. We're closed. I'm not here to imbibe. Is there someone named Wyatt here? Yeah, but he's transferring the kind right now. He shouldn't be long. All right. I'm looking for Richard. Have you seen him? Yeah, he gave orders to the staff. And then he went to the rotunda in the back.
Okay. Aber wir können auch hier rein. Gucken, was wir da noch finden können. Hier ist noch irgendwas. Was ist das? Tremärtrank. Was macht denn der Tremärtrank? Entfernt 2 Hunger. Schön. Willenskraftpunkte können wir auch wieder herstellen. Na? Sieht doch gut aus. Oder noch irgendwas? Nee. Eine Reflexion. Menü. Unsere Feuergefäße. Sie sind Gerechtigkeitsfanatiker, Kämpfer oder Fans von Splatterfilmen, aber eins ist ihnen allen gemein: Gewalt und Aggressivität. Wer Rot sehen will, braucht eines unserer Feuergefäße. Für ein noch intensiveres Erlebnis fragen Sie nach unserem erlesenen Glenn, Vincent oder Rosemary. Okay, unsere Feuergefäße. Okay, das sind jetzt hier die Beschreibungen der einzelnen Dinger. Spannend, spannend. So, ne, hier kommen wir her. Dann müssen wir auf die andere Seite. Ist nicht Wyatt? Wyatt! Kommst du nicht raus? So, hier. We can't stay here. Dann ist der Concierge. Okay. Du siehst so ähnlich aus wie jemanden, den ich suche. Ah, da kommt Horsey. You can't catch me. So, what do we do now? How the hell should I know? We could break down the door to get around. We don't have the equipment for that. I could ask Dr. Dunham. No way. Wir gucken uns mal wieder hier irgendwo um. Untersuchen. Something to keep the donors in an aggressive mood. Okay. Es gibt Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Go to the front. When Wyatt gets here, tell him to be ready. I'll see what I can do. Roger that. So, hier. Oh, Leisha. I didn't expect to see you here. Sie weiß, wer ich bin. Okay. Sorry, I don't know you. Oh, that's right. I should have known. My name's Betty. I manage the salon for Dr. Dunham. Sort of. Is there a problem? Why aren't you leaving? It's just that Dr. Dunham asked me to evacuate the kine, but I'm never gonna be able to do it. A highly valuable donor has holed herself up in there. But Wyatt's supposed to take her and the others. You said that Wyatt was dealing with the vessels? I need to talk to him. Do you know where he is? He's been running back and forth to get the kine to safety. I've got to get this damn vessel out before he's done. Do you know where Dr. Dunham went? He must be doing the same thing we're doing. Getting rid of anything we don't want the SI to get their hands on. Like what, exactly? He told us to destroy the Trajax compounds. So he must be getting rid of his stuff. Wir wissen, was Trajax ist. Do you have any idea where the doctor might have started? Oh, he leaves his stuff laying around everywhere, you know. But most of it must be in his office. It's on this floor, in the rotunda. Or in his examining room in the basement. Why can't you make the vessel come out? All the commotion has pushed her over the brink. Or maybe she thinks she's being taken to the slaughterhouse? There's no way of knowing. She won't talk to us. What's the slaughterhouse? Oh, that's what the kine call the basement. That's where we take donors that have been drained by clients. Or donors that have been overused. Mr. Underwood is in charge of that. Oh, he works here now? Yes, he's in charge of the accounting, recycling the vessels. Really anything the doctor isn't interested in doing. And he's very talented, I imagine. Let's say there are a lot of deliveries, but not a lot of money coming in.
If you see what I mean. I do. A blue blood. Why don't you force her to come out? I can't. She's locked in the injection room and there's no way to open the door. And I'm not allowed to damage her. She's a vintage. Hmm. I can sense that you disagree. Well, I'm supposed to deal with her, but I can't even touch her. Because she's worth too much? What does it mean when you say she's a vintage? They're the donors that have the strongest reaction to the Trajack's injections. It gives their blood incredible character. A vintage. But when they don't get their dose, they can get out of control. This vessel flipped out and went totally paranoid. I see. But the SI had better not get their hands on her. Can you help me? She might listen to you. I'd heard there was a lot of compromising stuff on us here. So I'll see what I can do. Yeah, go ahead. And clean up anything we forgot and... Yeah, I get it, Betty. I'll do it if I can, okay? Fine. All right. There's a pass on the bar that'll give you staff clearance. Puh. You're gonna need it. Ganz schön viel zu tun hier. Okay, wir müssen also die Beweise wegholen. Und wir müssen... Musik. To relax the vessels. Also hier, wir müssen immer noch Wyatt finden. Wir müssen Dunham finden. Wir müssen das Gefäß aus dem Kulturraum schaffen. Und wir müssen kompromittierende Beweise vernichten. Was auch immer die sind. Manager Office. Gucken wir doch mal ins Office. Hier gibt es doch bestimmt Beweise, die man vernichten muss. Untersuchen. That must be how they supply the Trajax into the injection room. Mhm. There's gotta be something that will make her come out. Aha. Wer ist das? Ist das Underwood? Hm. Handbuch für Notfallbehandlungen. Handbuch soll Ihnen helfen, falls ein Spender Symptome eines schweren Trijax-Entzugs zeigt. Also für uns jetzt gerade, weil die ist ja durch, die ist ja ausgetickt, die Dame. Bitte gehen Sie in Notfällen wie folgt vor. Analysieren Sie das Verhalten des Objekts. Achten Sie auf Ihre Resonanz. Gut, dass wir diese Auspex-Sache jetzt geholt haben. Ne? Berechnen Sie die Anzahl der nötigen Dosen, um Ihr normales, gefügsames Verhalten wiederherzustellen. Eine Dosis Trijax, die auf Resonanz des Subjekts abgestimmt ist, ermöglicht Ihnen den Aufstieg um eine Stufe. Warnung, eine Überdosierung kann dazu führen, dass der Spender das Bewusstsein verliert oder einen Herzinfarkt erleidet. Stufe 0, deprimiert, apathisch, unterwürfig. Stufe minus 1, Subjekt zeigt einen Zustand deutlicher emotionaler Gleichgültigkeit. Minus 2, Subjekt zeigt Anzeichen manischer Erregung. Also sind wir gerade auf minus 2. Also bei Melancholie. Depressive Episode. Selbstmordgedanken. Paranoide Episode. Massiver Verfolgungswahn. Aggressiv, provokativ, dennoch gefügig. Zeigt pathologisches Einfühlungsvermögen. Dies kann sogar so weit gehen, dass es... sich für andere opfert, okay. Richard's grand idea. Injecting substances to simulate the vessel's humors. Du Schande. Trijax MG für phlegmatische resonanten Verbindung aus Selen. Du Kacke, ja. Base-Profile. Ansteckender Pessimismus. Hm. Extrem geräuschempfindlich. Selbstmordversuche möglich, eng überwachen.
Julia, Kontaktsensibilität mit Melancholie +++. Okay. Vielleicht sollten wir generell mal hier wieder hier Auspacks anschalten und mal hier ein bisschen gucken, was hier so alles geht, ne? War da nicht gerade noch irgendwie was, was wir anklicken konnten? A pneumatic tube system that connects with the basement, it looks like. So, das war das Handbuch. Wird er das Handbuch eigentlich mitnehmen wollen, ne? Das ist ja schon kompromittierend hier, aber kann ich nicht. Akten kann ich auch nicht dran, ne? Ne. Anscheinend kann man hier nichts mehr weitermachen. Oder seht ihr noch irgendwas? Denk dran, alles zu durchsuchen, auch wenn du denkst, du hast Zeitdruck. Ja. Das ist wieder so ein Ding. Halt, die zweite Inquisition kommt sofort. Ich würde jetzt eigentlich durchrushen hier. Aber ich sehe hier nichts mehr. Seht ihr hier noch irgendwas? Ich sehe hier nichts mehr. Zwei von diesen Containern. Kommt man nicht durch. Buddy was right. The vessel locked herself in. Sein Ghoul. Come on, you've got to get out of there. We've wasted enough time already. Is that you, Betty? No, it's Laisha. Get out of here! Sie sieht verängstigt aus. 96% Erfolgsgarantie. Was sagt das Auspex? Ja, genau. Auspex sagt, dass es ein Ghoul ist. Machen wir mal. Look, I can tell you're scared, but I can help. I don't know who to believe anymore. They're all out to get me. I know they want to kill me. Who are you talking about? Them. The masters and even those locked up in here with me. Du meinst im vorigen Raum da hinten? No, quite the contrary. Lass mal gleich mal gucken, hast du recht. If you stay here, you could die. I don't believe them anymore. They're gonna promise me Trajax to get me to leave, but they'll give me poison instead. That's not true. I won't open the door. Leave me alone. Okay. Horsey. Können wir gleich mal mit reden mit Horsey. Erstmal gucken wir uns hier nochmal mit den ganzen Auspex-Sachen um, aber sieht nicht danach aus, als ob wir hier something to keep the donors in an aggressive mood. Irgendwas haben. Reden wir mal mit Halsey. Are you okay, sweetie? I can't find him. I was sure he was here. What are you talking about? Mr. Teddy. He was here. I know it. He must be playing hide and seek. You think so? Yeah, all teddy bears do that. But what he doesn't know is that your mom is really good at that game. Oh, will you help me? Of course, Sugar Fangs. I'm gonna wait for you here. I'm a little tired. That's fine, honey. Ich
Schauen wir hier auch nochmal mit Auspex durch, aber... Aha. Resonanz enthüllt. Achso, noch Resonanz enthüllt. Hurry up already. What are they doing? Na jetzt. I've got to move and they're still not all here. What are they doing? I've got to move and they're still not all here. Wird ihn ja schicken. What are they doing? I've got to move and they're still not all here. Aber anscheinend geht es nicht. Weird. Das haben wir alles schon gesehen. Das würde ich aber auch irgendwie alles beseitigen jetzt hier. Und kann man das jetzt beseitigen eigentlich? Kann man das beseitigen? Think of a calm place. Nee, kann man nicht beseitigen. Ich finde das kompromittierend, aber gut. Auspex im Büro wäre wichtig gewesen, wegen einem Teil der Beweise. Ich hab die ganze Zeit Auspex angehabt im Büro. Stuff only. Meins hier? Ich hab die ganze Zeit Auspex an. Aber hier ist nichts mehr. Wir können aber nochmal in die Gefäßprofile reingucken. Also die hat halt psychopathisches Verhalten. Ansteckender Pessimismus. Okay, nee, das kann nicht sein, weil sie ist eine Frau. Melancholie, ängstlich, geht auch nicht, ist auch ein Mann. Nach Betty gefragt, ne? Hm. Manische Erregung, Gedanken unorganisiert, Selbstmordgedanken, Verfolgungswahn. Das passt, ne? Phlegmatische. Ich hätte die Daten schon nicht auf dem PC gelassen. Ja, ja, genau. Ja. Phlegmatisch ist die anscheinend. Schreiben wir uns mal auf, so. Mülleimer ist nichts, was wir rausholen könnten. Wir könnten Trijacks versenden, aber wir haben nichts davon, ne? Okay. Gucken wir uns nochmal, was hier so geht. Hier können wir nicht rein, aber wir haben eine Karte. Prima. We are in. Ratten zum Hungerstillen, aber wir brauchen das momentan ja nicht. Zu Kohlen. Nach unten. He must be using them for something. Hm. Ah ja, hier war ja der Raum wird. Oh, the inkblot test. This one's a butterfly. Ich würde eher sagen Motte. I've been here before. I'm sure of it. Visionszeit.
Okay. That reminds me of clouds. Clouds? Naja. Audiokassette 28, 7 und 12. Jetzt müssen wir nur ein Abspielgerät finden. Patientenakte für Patient 27. Ein Dünnblüter. Boston. Vermutlich. Identität des Erzeugers unbekannt. Davis. Puka. 3 für Tests zur Verfügung gestellt. Er ist wirklich sehr an meiner Forschung interessiert. Mit seiner Unterstützung werde ich sicher Großes erreichen. Extrem wählerisch bei der Auswahl der Gefäße. Als Kontrollgruppe für Trijax. Rowling hat mein vielversprechendes Testgefäß komplett entleert. 15 Jahre hatte ich kein solches Potenzial gesehen. Ermutige Patient 0 an ihm zu üben und er stellt nicht mehr länger ein Problem dar. Ich habe natürlich alle Erinnerungen ausgelöscht. Verdächtiger Gegenstand entfernt. Okay. But Richard says that madness isn't an illness. Verhaltensweisen und Worte werden manchmal als exzentrisch oder schrullig abgetan, wenn diese Abweichung von der Norm jedoch anhaltend ist und insbesondere wenn sie von wahnhaftem Denken begleitet wird, gilt sie im Allgemeinen als Wahnsinn. Die Normen variieren allerdings von einer Kultur und von einer Epoche zur anderen. Und was wir als normal für Standards und Gesellschaften ansehen, unterscheidet sich je nach gewähltem Bezugsrahmen und von einer Kultur zur anderen. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Wahnsinn als Krankheit betrachtet. Man spricht von Geisteskrankheit und untersucht das Thema aus medizinischer Sicht. Wahnsinn ist also etwas, das geheilt behandelt werden muss. Ja. Patient Nummer 2. Mensch. Zufällige Begegnung, Amateur-Dichtergruppe in Boston. Habe es geschafft, eine freundliche Beziehung zu etablieren. Subjekt ist ruhig. James hat Schwierigkeiten, sich an Gefangenschaft zu gewöhnen. Ich muss ihn sedieren. Ich habe einen Weg entdeckt, ihm durch Hypnose relative Freiheit zu geben. Diese Methode ist bei Sterblichen sehr erfolgreich. Beim Testen von Trijax habe ich ihn fast verloren, aber dafür war eine Spur eines Effekts zu erkennen. Der Patient ist derselbe wie immer. Audrey. Sedierung nach Gefangennahme. Mathe-Schule. Sich mit dem Zustand arrangiert. Schwierigkeiten, sich in Gefangenschaft zu gewöhnen. Stand des Patienten, der Patientin klebt fest. Mittlerweile redet sie nur davon, wie sehr sie ihre Arbeit vermisst. In den letzten beiden Sitzungen habe ich die Möglichkeit erwähnt, ein Kind zu betreuen. Jetzt redet sie nur noch darüber. Sie sagt, sie sei bereit, es zu versuchen. Ich habe ihr Patient 0 vorgestellt. Ich habe sie eine Stunde lang zusammen verbringen lassen. Unter diskreter Überwachung. Es gibt nichts zu vermelden. Ich habe ihre Besuche wiederholt, jedes Mal weniger als eine Stunde, die letzten 5 Tage lang. Ich habe allerdings eine Vorahnung. Endgültiger Tod um 2.24 Uhr. Patient 0 war verärgert über die Abreise von Patient 1 zu einem Einsatz. Ich werde weiterhin nach einem Betreuer für sie suchen. Hi-ho, endlich mal, wer es auf Deutsch spielt. Also ein schönes Spiel. Ja, ich finde auch, dass es sehr schön ist, aber ich bin extrem schlecht in dem Spiel, Sarat. Schön, dass du da bist.
Könnte Patient 0 Halsey sein? Just saying. Patient 15, Neugeborener. Zufälliges Treffen. Ein seiner Zeuger betreut die Umarmung der letzten Woche. Bereut die Umarmung der letzten Woche. Umarmung, das ist mal diese blöde Übersetzung ins Deutsche. Ich glaube, ich habe bisher auch nur das Schlechteste von allen Enden erreicht. Ja, ich. Keine Ahnung. Ich versuche, mich spoilerfrei zu halten. Ich denke nicht, dass wir ein sonderlich gutes Ende erreichen werden. Wir haben bis jetzt fast alle Missionen ziemlich gefailt. So, wo war ich? Psychose. Ich erklärte mich mit einer Teilbehandlung einverstanden, ohne irgendwelche Ergebnisse zu versprechen. Die Verhaltensprobleme von M scheinen eher auf Psychopathie als auf Unleben zurückzuführen. Aus klinischer Sicht hat M in den letzten 2 Wochen folgende relevante Verhaltensweisen gezeigt. Selbstverstümmelung, multiple körperliche Aggression, Paranoia, grundlose Gewalt, manisches Denken. Fazit: In diesem Stadium ist keine therapeutische Lösung möglich. Der Erzeuger erklärt sich einverstanden, mir M als Testobjekt zu überlassen. M zeigt eine schlechte Reaktion auf Trijax. Er erlitt einen Anfall von Unzurechnungsfähigkeit und musste das vom Personal fixiert werden. Ich habe Angst davor, ihn zu verlieren, weil seine Testergebnisse so zuverlässig sind. Darüber hinaus ist er widerstandsfähig. M ist nach Konsum von Trijax phlegmatisch lethargisch geworden. Ich muss die Auswirkungen des Hauptbestandteils berechnen. Okay. Wir spielen es eigentlich zusammen noch ein zweites Mal. Snake muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Erstmal diesen Run-Through machen und dann mal schauen. Es kostet mich immer sehr viel Überwindung hier abends den Stream nochmal. Also, was heißt Überwindung? Irgendwie, ich mache das schon gerne so, aber es ist halt mit dem Kind halt immer ein bisschen schwierig, ne? Mit dem nochmal irgendwie Ruhe zu finden zum Stream. Aber an sich gerne. Ich muss allerdings auch noch Wolves on the West Wind, muss ich auch noch weiterspielen. So, was haben wir denn hier? Wir können einen Schlüssel verwenden oder wir können das Schloss knacken für 3. Ich würde sagen, wir warten erstmal. Und suchen erstmal, ob wir einen Schlüssel finden. Das Spiel ist total aufregend. Es liegt nicht am Spiel, als ich gähne. Was haben wir jetzt hier? Batterien, alles klar. Ein Polaroid-Foto. Beobachtung zur Traumdeutung. Während des Tests 47 von Trijax beobachtete ich eine traumähnliche Aktivität bei einem Blutsverwandten. Die Formel ist nicht perfekt, aber der experimentelle Unfall ermöglicht es mir, gemeinsam mit dem Subjekt an der Interpretation der Ereignisse zu arbeiten. Um dieses Phänomen besser zu verstehen, hat mir ein ehemaliger europäischer Kollege einmal geraten, Freuds Werk zu lesen, speziell die Bände zu diesem Thema in der folgenden Reihenfolge. Band 3, Band 5, Band 4. Meine jüngsten Beobachtungen verlassen mich jedoch, diese Empfehlung in Frage zu stellen. Es scheint mir offensichtlich, dass wenn die Psychoanalyse etwas zum Verhältnis dieses Phänomens bei Blutsverwandten beitragen soll, Band 5 zuerst gelesen werden muss. Okay. Nach sorgfältigem Lesen der bereits erwähnten Veröffentlichung kam ich zu dem Schluss, dass mein psychoanalytisches Verständnis des Unlebens, der keins Kinder überdenken muss, so zeigt der Ursprungsmythos des Ödipus dem, der ihn deuten kann, den Weg zu einer Lösung und das immer. Er enthüllt die gemarterten Geheimnisse des Blutes in all seiner Dunkelheit. Weird. So, das war das, was auf dem Computer war, alles klar. Er hat auch einen Schwan hier.
Schlüssel. Das hatten wir schon gelesen. Patient 0. Okay, es ist nicht Halsey. Es ist Juliette. Ein Typhus erkrankt. Behandlung, Umarmung. Ach, Umarmung ist so eine scheiß Übersetzung dafür. Oder was meint ihr? Für Embrace? Also in dem Zusammenhang. T0. Erkrankte auf der Überfahrt nach Boston an Typhus. Ich sah mich gezwungen, sie zu umarmen. Okay, sie ist also Kind von Dunham. Ich habe Schwierigkeiten, sie zu verstecken. Grundlegende Verpflegungsvorgänge sind funktional, aber eingeschränkt. Das Objekt kann sich nur im rasenden Zustand ernähren, verweigert jede abgeleitete Nahrungsquelle, Ratten, dominiertes Vieh und so weiter. Embracement heißt schon Umarmung. Ja, ich weiß, dass das heißt, aber ich finde, das passt nicht. Genau, im Deutschen sagt man eigentlich den Kuss erhalten. Ja, genau. Oder wandeln oder sowas, so hätte ich es irgendwie übersetzt, obwohl es ja auch ein Code sein soll, ne? Aber es ist, ich finde, es liest sich halt irgendwie ein bisschen komisch, weil ich einem im Deutschen auch nicht mit diesem Wort Vampire spiele. Vielleicht stört es mich deswegen so. So, grundlegende Verpflegung geht nicht. Time 4. Heute Abend kam es zu einem Unfall. Ich konnte ihn nicht verhindern. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen das haben wird, da diese Umarmung in keinster Weise der Standardprozedur folgte. Dies vereinfacht die Dinge aber auch, das muss ich zugeben, zumindest werden sie zusammen sein. Was? Zwar doppelt? What the fuck? Ich habe eine Akte für Patient 1 erstellt. Hab Bloodlines ohne deutsche Sprachausgabe, hieß es Umarmung. Keine Ahnung. Ich habe ganzen Vampire-Regelwerke immer nur auf Englisch. Deswegen weiß ich auch nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben. In der RV5. Was ich wohl weiß, dass es einige sehr peinliche Übersetzungsfehler gibt in dem deutschen V5. Irgendwie, da haben sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas haben sie mit Bauernhof übersetzt, was ganz irgendwie ganz abstrus war. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Irgendein Vorteil oder so. So, das Subjekt hat außergewöhnliche psychologische Abwehrkräfte entwickelt, tut weiterhin so, als ob es sich nichts geändert hätte. Es scheint, dass auf dem Konsum eine massive anterograde Amnesie folgt. Ich bin perplex und fasziniert zugleich. Ich werde sicher eine Erklärung für Quentin finden, sobald wir in Boston sind. Ich habe noch keine Zeit, mir die angewandten Therapiemaßnahmen zu notieren. Ich bin überrascht von den Fähigkeiten des Objekts, aber es beherrscht noch nicht alles. Die Präsentation bei Quentin, das ist der alte Prinz bei dem Merkavianer, ne? Verlief gut. Ich blieb trotz allem wachsam. Ich muss das Subjekt leider dazu bringen, ihre Fähigkeiten sowie Konsequenzen ihrer Handlung zu vergessen. Alright, it's a total mess. Juliet. That name. Why does that remind me of something? Sie, Juliet? Das würde erklären, warum der Typ so panisch ist.
in Bezug auf uns. Ich glaube aber, das war's hier. Ich sehe hier nichts mehr, was wir machen können. Nächster Raum. Richard must not be far. Patient 16. Dünnblüter schon wieder. Subjekt kann freiwillig in den Salon, habe Quentin von meinen Proben berichtet. Also es ist alles noch relativ alt, weil er ist immer noch der alte Prinz berichtet. Ne? Ich habe ausführlich mit Eddie geredet, um ihn zu beruhigen. Er gewöhnt sich relativ gut dran. Ich halte Eddie von den anderen getrennt. Ich möchte nicht, dass er die Anhänglichkeit von Subjekt 0 weiter stimuliert. Auch wenn das interessant wäre, aber es bringt mich wissenschaftlich nicht weiter. Der Versuch mit Trijax führte zu keinem eindeutigen Ergebnis. E konnte keinen Unterschied feststellen. Das Testgefäß starb allerdings. Ich habe die Topriamat-Konzentration jeden Tag um 0,2% erhöht. Zum ersten Mal hat das Testsubjekt die Nacht überlebt. E spürt nichts mehr trotz Änderungen. Er hält sich zunehmend unverständlich, kann seine Worte nicht mehr in Gedanken zum Einklang bringen, weigert sich an einem Experiment teilzunehmen. Sein Zustand hat sich verschlechtert, um mir noch mehr von Nutzen zu sein. Boah, Leute, was mir gerade kommt, diese Traumsequenz, die wir hatten mit der Kabine, ne? Mit dieser Zelle, wo man die Leute alle nicht sehen konnte, außer ihr. Und Halls, sie konnte man identifizieren, weil es halt ein Kind war. Was ist, wenn die alle diese Patienten, die mit Patient 0 zu tun hatten, irgendwie so zusammen gematscht werden oder so und sich dann hier irgendwie repräsentieren? Wäre ziemlich heftig. Oh, da ist ein Kassettenplayer. Band Nummer 7. October 28, 2001. Patients 211 and 216 exhibited the first signs of intense resonance increase. Both sanguines went from low resonance to a level never before achieved. What a flavor. I must admit that even I find it hard to resist. Unfortunately, patient 211 suffered the consequences. I will continue exploring further in this direction. I feel that I am getting closer to the goal. Was ist denn das Goal? Das ist die große Frage, ne? January 27th, 2002, 2240. I thought I was close to a major breakthrough last month. With the promising results from the new types of triple X chemical doses. Unfortunately, it seems I got ahead of myself. It appears that the dose of amphetamines that I gave them was too high. There must have been an error in my calculations. Patients H216, H217, H222, H225, and H226 were lost in the experiment. I must ask Wyatt to find new test subjects. All of this time spent preparing them, wasted. Note for patient one's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now.
June 17, 2008. Beryl and I are going to create a blood bar of a much higher quality than I thought. I will once again be able to focus on my research and oversee the work of the members of the Chantry. Beryl and his mad ideas. Ultimately, the prince was right. The solution for hunger is in my research. If we manage to stabilize these effects in more inconspicuous containers, we will become invisible to the rest of the world. Okay, das ist das Ziel. October 28, 2001. Patients 211 and 216 exhibited the first signs of intense resonance increase. Both sanguines went from low resonance to a level never before achieved. What a flavor. I must admit that even I find it hard to resist. Unfortunately, patient 211 suffered the consequences. I will continue exploring further in this direction. I feel that I am getting closer to the goal. A second layer of security. Thank you.
Okay, okay. Ohne jetzt zu viel nachgeguckt zu haben. Es hatte schon was mit den Gemälden zu tun. Aber was? Moment. Showing is fear. Indicating suffering. Showing the way. Bibi, ja, danke. Was hat es das mit den Gemälden? Was zeigen die mir, was ich jetzt nicht übersehe? Chat. Überlegt mal mit. Irgendwo einen Indikator. Wait. Okay. Wenn ich das richtig sehe, haben wir hier 1, 2, 3, 4, ne? Das ist schon mal klar. So, wenn man normale Schrift hat, gehen wir von links nach rechts. Also, was auf dem Bild zeigt eine Richtung an? Die Gemälde hängen nicht in der richtigen Reihenfolge. Genau, das habe ich auch schon gesehen. Also das ist die erste Position, müsste hier sein, weil 1 Oedipus showing the sphere. Die Bilder sind Anspielspiele auf das Buch von Nord. Ja, aber das hilft uns jetzt bei dem Rätsel nicht weiter. Genau, der Arm, der zeigt nach links. Also, schreiben wir mal auf links. Leicht ist das so. So, Punkt 2. Gemälde Nummer 2. Da haben wir auch einen Arm, der zeigt nach links unten. Dann haben wir Nummer 3. Da gibt es jetzt mehrere Arme. Aber wir müssen auf Oedipus' Arm gucken. Der zeigt nach unten. Oder? Oder auch links unten. Ich würde sagen normal unten.
Zwei von vier Armen zeigen nach unten. Ja, genau. Die Mehrzahl der Arme zeigt nach unten. So, und hier auf dem letzten Bild zeigen alle Arme, die wir sehen können, nach rechts unten. So, finde übrigens den Guide, den ich da gerade gesehen habe, ziemlich cool, weil der nicht sofort alles enthüllt, sondern man so kleine Hints lesen kann. Also, wir haben das jetzt schon gemeinsam miteinander rausgekriegt, nur mit dem Hinweis, es hat was mit den Bildern zu tun. So, also wenn es denn stimmt. Keine Ahnung. So, also links. Links unten. Das sind immer die coolsten Guides, die einem nicht komplett alles vorsagen, sondern die einem eine Hilfestellung geben, wenn man so blöd ist, wie ich selbst es bin. So, ne? Okay, das müsste das sein. Ah, Quatsch. So. Und bestätigen. Läuft. Und das ist die gleiche Melodie, wie wir im Dingens gehört haben. Also im auf der Tonbandaufzeichnung. Wenn wir da jetzt reingehen, können wir nicht wieder zurück. Also lassen wir das erstmal sein. Weil wir haben ja noch ein paar andere Quests. Wir müssen Wyatt zu Beryl schicken. Und wir müssen noch das Gefäß rausholen. Und wir müssen immer noch Beweise wegholen. Anscheinend gibt es hier noch mehr davon. Ist hier noch mehr? Ah, nee, hier waren wir ja schon drin. Das hatten wir uns auch schon angesehen. So, hier vorne ist nämlich noch ein ganzer Bereich, wo wir noch irgendwie noch was machen können. Apparently the pressure's right. Do not enter. Ist das der Raum, wo wir eben jemanden durch die Kamera gesehen haben? Ja, ne? Kühlung ausschalten. There's gotta be a scanner somewhere to read these labels. Scanner. Okay, also ich denke, wir müssen tatsächlich der Tussi da in dem Raum irgendwie von dieser Droge was verabreichen. Und hier haben wir welche drin. Jetzt müssen wir nur rauskriegen, welche ist. Hat dann Blutkonserve auf dem Boden? Was? Wo? Blutkonserve? Nee. Oder meinst du hier vorne irgendwo? Ne, sehe hier keine Blutkonserven. Eine rote Chipshütte. Du halluzinierst in deinem Fieber nach Blut. Oh, wir haben schon halb eins, Leute. Wir haben schon halb eins. Oh, it's you. I've got a lot of work to do. Please excuse me. Ja. Nein. Fee Recycling Liste. Ich finde auch kein irgendwie auch schöner als Fee, ne? Boston Medical Center.
barrels, funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. It feels like something's missing. Das ist ja alles ein bisschen und There's no way. Don't touch that door. Don't you have anything better to do? Als Maul. Also ich fürchte, das Ding ist noch mal viel größer als jetzt einfach, dass das in 5 Minuten jetzt noch mal gepackt ist hier. Und da ich morgen wieder früh raus muss, machen wir hier einen Cut, würde ich sagen. Und morgen Abend geht's weiter. Vielleicht auch morgen Mittag schon. Mal gucken, inwiefern meine Frau mich lässt. beziehungsweise der Kleine mich lässt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vor allen Dingen vielen, vielen Dank an Snake und an Alaria für die Subs. Da freue ich mich echt ganz, ganz doll drüber. Könnt ihr euch eigentlich gar nicht richtig vorstellen, weil es ist halt irgendwie die Ersten und so. Das ist immer was Besonderes, ne? Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich versuche es morgen Mittag vielleicht anzumachen. Wenn es morgen Mittag nicht klappt, dann klappt es morgen Abend hoffentlich. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, ist es immer gut, mir auf Twitter zu folgen. Da kommt immer eine automatische Benachrichtigung, wenn ich online gehe. Oder ihr kommt auf den Discord, auf den Koala-Discord. Da kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn irgendwas ist. Ich bin dankbar für deine Runde, die du uns zeigst. Ja, Runden. Ich hoffe, die machen die anderen Runden, die kein Vampire sind, also die Pen and Paper Sachen auch Spaß. Ja, außerdem, Alaria hat mich ja gerade erst gefunden. Wenn du Interesse hast an Pen and Paper Vampire the Masquerade, dann kannst du auf meinem YouTube-Kanal auch nochmal vorbeistöbern. Da gibt's auch einiges zu sehen. Nordpol bist du nicht mehr. Nerdpol heißt es, ja, mit E, nicht Nord, Nerd. Da bin ich noch. Also angemeldet. Im Nerdpol Discord bin ich nicht mehr. Das stimmt. Aber auf meinem eigenen Discord bin ich noch zu finden. Genau. Und da kann man mich auch irgendwie finden. Ansonsten Nerdpol. Als Ansprechpunkt, da könnt ihr mir den PM schicken. Da bin ich allerdings, ich gucke da alle paar Tage mal rein. Auf der normalen Seite, da geht ja kaum noch was. Also ich habe dich gefunden wegen deiner V5-Runde damals. Ja, ich war, glaube ich, auch der allererste, der die V5 auf Deutsch gestreamt hat. Follow auf YouTube hast du. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Kann ich gut gebrauchen. Ja, und falls ihr irgendwie noch Interesse habt an Rollenspielrunden, unsere DSA-Splitterdämmerungsrunde geht am Sonntag auf jeden Fall auch weiter. Und ich habe es heute tatsächlich geschafft, eine Folge für den dazugehörigen Podcast zu schneiden. Da bin ich ja etwas da hänge ich hinterher. Und komme halt nicht dazu, die Runden in Podcast-Format irgendwie aufzubereiten. Falls ihr also die aufbereitete Anführungsstrichen Hörbuch-Version von unserer Splitterdämmerungsrunde als Audio-File hören wollt, dann könnt ihr das irgendwie auch mal gucken. Da müsste jetzt inzwischen auch auf iTunes, Spotify und so das Ganze zu finden sein. Ich habe dich wegen Swanson gefunden. Ist doch schön. Dann hat sich das Ganze schon gelohnt, dass ich das ganze Spiel hier zocke. Ja. Macht mir aber ja auch Spaß. Ich finde das Spiel weiterhin sehr, sehr, sehr gut.
Auch wenn ich, wie jetzt gerade, halt nicht immer alles sofort verstehe und ein bisschen dünnpfiffig da bin und Rätsel nicht richtig kann und so. Mir macht das Spiel trotzdem sehr viel Spaß und vor allen Dingen, wenn ihr mit dabei seid und mitfiebert und mitratet und rätselt. Das macht mir sehr viel Spaß. So, und dann gucken wir jetzt nochmal, ob ich euch irgendwo anders hin noch schicken kann, ob irgendwas anderes Cooles noch läuft. Vielleicht irgendeine Tabletop-RPG-Runde. Ich glaube, so mittwochs nachts könnte schwer werden, da was zu finden. Zumindest auf Deutsch finde ich jetzt hier gerade nichts mehr. Obwohl, wir haben hier noch eine Dungeons and Dragons Runde. Da schicke ich euch doch mal hin. Da könnt ihr mal Hallo sagen, benehmt euch und Grüße da lassen. Bei Dungeons and Dragons. Ein kontrolliertes Chaos. So heißt der Kanal. Gerade nur 4 Zuschauer, die kommen, die können wir aufstocken. Macht's gut. Bis morgen hoffentlich. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.